Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen FC-Video wieder von mir. Ja Freunde, 2 oder 3 Wochen war ich leider inaktiv, was FC-Videos anging. Lag leider daran, dass ich krank war, bin aber jetzt Gott sei Dank wieder gesund. Und ja, ich hatte kein Corona, keine Sorge. Und ja, auf jeden Fall bin ich wieder da. Das ist auf jeden Fall schön. Ja, wie soll man anfangen? Wie sollen wir starten? Auf jeden Fall steht ja jetzt Greuther Fürth an. Wir haben ja aus den letzten 3 Spielen nur 3 Punkte geholt. Und ja, ist halt ärgerlich, weil ich meine, zu Freiburg habe ich ja was gesagt. Frankfurt und Leipzig hätte man schon gewinnen müssen, finde ich. Wobei Frankfurt könnte man auch schon sagen, dass es 1-1 okay ist. Wobei das eine Tor hätte man nicht so frei kassieren müssen. Und ja, auf jeden Fall ist halt jetzt nun mal passiert, aber ich finde, man hätte den Sieg schon da mitnehmen können. Leider war ja auch Kainz oder so jetzt nicht mit dabei. Der ist ja jetzt, glaube ich, wieder da. Weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Fürth steht ja jetzt an und ich erwarte definitiv einen Sieg, wie alle anderen es auch wahrscheinlich erwarten. 2 Tore müssen es mindestens sein. Denn ich finde schon, jetzt wo wir beim 6. oder 7. Spieltag jetzt sind, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber jetzt wo wir die Tabelle uns so ein bisschen angucken können, wie jetzt die Mannschaften sind, wie die Mannschaften ticken, wie schwach, wie stark die sind, denke ich schon, dass es verdient ist, dass wir da jetzt da oben stehen. Kann aber auch nach hinten losgehen und man muss auch mit dem gewissen Respekt antreten, was auch immer da ist, aber dennoch geben wir alles, das ist definitiv Fakt. Und ja, hoffe, dass das weiterhin so bleibt. Denn dann habe ich meine Bundesliga-Prognose, Prediction etc., was auch immer, dann übertroffen. Das ist dann mega geil. Und ja, auf jeden Fall, so kann es doch weitergehen. Ich finde es leider schade, dass ich aktuell nicht ins Stadion gehen kann, weil Freitagabend bei so einem geilen Event, auch wenn das Fürth ist. Ich würde mich auch natürlich freuen, wenn es Bayer Leverkusen oder Gladbach oder Bayern wäre. Würde ich mich ebenfalls tausendmal mehr freuen. Und ja, ich habe zuletzt 2012 zu Hause gegen Bayern München mir das Spiel angeguckt, wo ja diese riesen Rauchwolke in der Südkurve war. Und ja, das war schon geil, die ganzen Spieler zu sehen, wie Ribéry, wie er die damals alle ausgetanzt hat und so weiter. Ist aber auch jetzt ein anderes Thema. Kann ich ja nochmal wiederholen, so ein bisschen, also so eine kleine Story auspacken, was damals so passiert ist, wenn wir gegen Bayern wieder in der Rückrunde spielen. Und ja, kann auch eine kleine Story gegen Dortmund auspacken. Im wahrsten Sinne Fanfreundschaft und ja. Auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall gerne wieder mal zurück. Und ja, Fürth ist auf jeden Fall schlagbar, Freunde. Ich finde, jetzt wo Kainz wieder von der Gelbsperre zurück ist, denke ich, dass wir nochmal wieder einen Ticken besser sind an den Außenbahnen. Und ja, jetzt aktuell habe ich mitbekommen, Thielmann ist jetzt fällt wieder erneut aus. Was er jetzt hat, habe ich mir jetzt nicht durchgelesen. Dafür rückt Meret wieder nach. Ich weiß nicht, ob Luca Kilian jetzt aussetzen muss, weil ich fand ihn jetzt nicht so dramatisch gegen Frankfurt. Da wurde halt jetzt nur öfters gefoult oder ist selber durch diesen Zusammenstoß mit Horn leider ein bisschen K.O. gegangen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube weiterhin an Luca Kilian, weil der ist wieder mal so ein Verteidiger, den man seit Borno, glaube ich, wieder gebrauchen kann. Und ich finde, der ist nicht schlecht. Natürlich muss man mit Formtiefs rechnen und so weiter. Dafür sind die auch da und deswegen muss man daraus auch lernen. Und ich denke, bei Kilian wird das schnell wieder nach oben gehen. Und ja, auf jeden Fall das dazu. Ja, was kann man denn noch sagen? Jetzt werden es langsam immer mehr im Stadion und es werden jetzt 33.000 Zuschauer sein, habe ich jetzt gelesen. Und ja, die Hardcore-Fans
FC-Fans werden wahrscheinlich immer noch nicht dabei sein, weil sie ja in ihrem Statement gesagt haben, dass sie auf jedes Spiel, also auf alle Maßnahmen ja verzichten, auf eine Teilnahme oder sowas. Sorry, falls ich mich da vertan habe. Aber auf jeden Fall sind die ja, verzichten die ja drauf, dabei zu sein wegen diesen Corona-Regeln und so weiter und wollen erst zurückkommen, wenn alle Maßnahmen ja fallen. Und ja, auf jeden Fall vermisse ich die auch im Stadion, weil was für seit. Ich fand die schon immer geil, wenn ich die im Stadion sehe. Auch wenn ich mal so im Spiel konzentriert, habe ich immer in die Südkurve reingeguckt, weil die waren immer schon wild bei manchen Situationen, die auch auf dem Platz passiert sind, obwohl ich immer auf die Südkurve immer so gucke, weil ich finde das immer so mega interessant, wie die da wirklich Gas geben. Und ja, auf jeden Fall. Ich schweife langsam ein bisschen so vom Thema Fürth ab, aber ich denke, gegen Fürth werden wir auf jeden Fall gewinnen. Und ja, danach, gegen wen wir danach spielen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist ja danach Länderspielpause. Und gegen Rumänien, wahrscheinlich Qualifikation. Qualifikation hat Deutschland eigentlich immer nicht so schwierige Gegner, aber ja, jetzt wo Hansi Flick da ist, denke ich, dass sie wieder richtig gut Gas gegeben haben. Siehe letztes Spiel gegen Armenien. Und ja, mal schauen, wie das Spiel wird. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's von mir. Mal wie immer so ein kurzes, knappes Video. Und ja, wie gesagt, Freunde, ich kann nur noch mal wiederholen: Ein Sieg ist Pflicht. Alles andere ist fatal. Selbst ein Unentschieden, ne, das geht nicht, Freunde. Also, selbst ein Unentschieden, da gibt es Post. Also, strengt euch an, Jungs. Und ja, das dazu, Freunde. Ja, Modest muss auf jeden Fall mindestens einen machen. Und dann schauen wir weiter. Und Uth hoffentlich auch. Deshalb war es das von mir, Freunde. Mehr ist da nicht hinzuzufügen. Und ja. Nach diesem Video werde ich auf jeden Fall mit FIFA weitermachen. Wer Bock hat, kann gerne vorbeikommen. Ich bin live. Und ja, dann war es das, Freunde. Macht's gut. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Euer Chell jetzt draußen. Und ciao.